18.35 Uhr im Raum Aschach-Krammerstetten. Die Erde bebt. Wie hier in der Animation haben das viele Menschen erlebt. Und um 22.10 Uhr folgt ein zweites Erdbeben ähnlicher Stärke. Mei, es war eigentlich total kurz. Also es war so ein Vibrieren, sage ich jetzt mal, eigentlich ein starkes. Also ich bin auf der Couch voll gut gespürt eigentlich und man hat es vor allem gehört, wie man es donnert. Zuerst, ich bin beim Fernseher gesessen und auf einmal hat es einen richtigen Krocher gemacht, dass ich es am Sessel gespürt habe, wie es vibriert hat. Man kann das eigentlich gar nicht beschreiben. Das war jetzt kein lautes Geräusch, aber man hat gemerkt, dass da irgendwas ist. Also das war irgendwie komisch. Und auf einmal war es wie eine unterirdische Explosion, so stark war das. Ein richtiger Knall war das. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst gekriegt, muss ich schon sagen. Der Experte kann aber rasch Entwarnung geben. So ein Ereignis mit Magnitude 3 im Durchschnitt alle 7 Jahre ist also jetzt nicht so ein häufiges Ereignis. Und man denkt sich dann halt klarerweise, da ist mehr, da wird noch mehr passieren. Dem ist aber nach allem Wissen nicht so. Die Bruchlängen sind relativ überschaubar. Schäden an Gebäuden gab es keine, doch so viel fehlt gar nicht, bis etwa erste Risse an älteren Häusern auftreten können. Also das würde dann bei Magnitude 3,5 etwa anfangen, weil die Erdbeben nördlich der Donau relativ seicht sind. Irgendwo zwischen 2 und 6 Kilometer, in diesem Fall waren es 4 Kilometer. Also das ist schon hart an der Grenze jetzt, dass es zu leichten Gebäudeschäden kommen kann. Für die Region Aschach ist es dennoch etwas Neues, denn in der Vergangenheit rüttelte die Erdkruste weiter östlich. Die stärksten Beben, die nördlich der Donau aufgetreten sind in Oberösterreich, die waren immer im Raum Bregatten. Weltweit registrieren die Seismologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien etwa 12.000 Erdbeben pro Jahr. Rund 1.000 davon, die meisten gar nicht merkbar, in Österreich.